Denkvermögen. Denkvermögen ist die Fähigkeit zu denken. Denkvermögen ist ein interessanter Ausdruck. Es hat eigentlich wenig mit mögen zu tun, mögen und nicht mögen, sondern es kommt darauf an, was man kann. Ein Vermögen gibt es ja auch im Sinne von Reichtum, also zum Beispiel man hat ein Aktienvermögen, man hat einen Immobilienbesitz, was auch als Vermögen bezeichnet wird. Man hat das mobile und das immobile Vermögen, also das, was man nicht bewegen kann, Häuser, Ländereien ist ein Vermögen. Und das, was man bewegen kann, Barvermögen oder auch Innenraumeinrichtungen und so weiter. Das ist eben das materielle Vermögen. Zusätzlich zum materiellen Vermögen hat der Mensch aber auch noch andere Arten von Vermögen. Unter anderem hat er das Denkvermögen. Und das Denkvermögen hat den Vorteil, das kann einem nicht ganz so leicht genommen werden. Es kann einem aber auch genommen werden. Eine schwere Gehirnerschütterung, ein Schlaganfall oder eine Verletzung, auch das kann das Denkvermögen einem nehmen. Oder auch Menschen können unter traumatischen Erfahrungen mindestens vorübergehend einen Teil ihres Denkvermögens auch verlieren. Aber Denkvermögen ist etwas weniger von anderen Menschen und wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig wie ein materielles Vermögen. Und auch das Denkvermögen kann man stärken. Denkvermögen ist auch etwas, was man entwickeln kann. Man entwickelt das Denkvermögen, indem man das Denken trainiert. Denn Vermögen hat also hier so einen Zwischenstadium-Ausdruck. Man sagen, Vermögen ist immer etwas, was einem hilft, auch etwas zu tun. Ich vermag das und das tun, ich vermag das und das nicht tun. Wenn du ein gewisses materielles Vermögen hast, dann hilft du das, dass du eine gewisse Freiheit hast, bestimmte Dinge zu tun, dir leisten zu können. Und deshalb ein materielles Vermögen hilft dir, dass du mehr tun kannst. Genauso auch, wenn du ein Denkvermögen hast, dann kannst du auch denken, nachdenken und du kannst auch Dinge beeinflussen. Wenn du etwas verstehst, wenn du über etwas nachdenken kannst, wenn du Dinge schneller verstehst, wenn du Menschen schneller verstehst, wenn du neue Computerprogramme schneller verstehst, dann vermagst du mehr zu tun. In diesem Sinne, jede Art von Vermögen hilft dir, dass du auch mehr vermagst zu tun. Und das Denkvermögen ist etwas, was du kultivieren kannst, einfach indem du denkst, indem du nachdenkst, indem du Neues lernst, indem du dich für Menschen interessierst, auf Menschen zugehst, überlegst, wie Menschen ticken und natürlich auch, wie dein Smartphone funktioniert, dein Computer, wie die Dinge in deiner Firma abläufen, zwischenmenschliches Zusammensein und so weiter. Je mehr du versuchst zu verstehen, umso mehr trainierst du dein Denkvermögen. Interessanterweise, es gibt auch etwas, was dein Denkvermögen trainiert, was weniger Denken an sich ist. Das ist nämlich Meditation und Hatha-Yoga. Es gibt ein paar gute empirische Studien, die zeigen, wer regelmäßig meditiert, der hat ein größeres Denkvermögen. Es gibt sogar eine Studie, die sagt, wer regelmäßig meditiert, erhöht sogar seinen IQ. Indem man eine gewisse Zeit damit verbringt, an nichts zu denken und dabei voll aufmerksam zu sein, erhöht das Denkvermögen. In dem Moment, wo du an nichts Konkretes denkst und stattdessen deinen Geist ganz öffnest und achtsam machst, entwickelt sich die Denkfähigkeit an sich. Sogar indem du an etwas denkst, wie ein Mantra oder den Atem, ohne an etwas anderes zu denken und darin deinen Geist trainierst, auch das kultiviert die Denkfähigkeit an sich und das Denkvermögen. In diesem Sinne, trainiere dein Denken, interessiere dich für Dinge, überlege öfters, was gibt es Neues, versuche Dinge zu verstehen, dich selbst zu verstehen, andere Menschen zu verstehen und zwischendurch beobachte bewusst, entwickle deine Beobachtungsgabe, auch neutral zu beobachten, aus deinem Gedankenkarussell auszutreten. Auch das kultiviert Denkvermögen. Und übe Meditation und Hatha-Yoga, auch damit trainierst du dein Denkvermögen. Und ergänze Denkvermögen auch durch Liebe und Mitgefühl, durch Aktivität, durch Einfühlsamkeit und bewirke auch einiges. Es reicht auch nicht aus, nur zu denken und zu fühlen und zu verstehen. Manchmal muss man auch aktiv werden und aus der Denkfähigkeit heraus Entscheidungen treffen
und tun. Das waren einige Gedanken zum Thema Denkvermögen. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de.